Seit meinem letzten Besuch in Bad Homburg ist meine Mutter sehr verändert. Hallo Gretel. Ja? Erkennst du mich denn? Ja, ich erkenne dich. Ja. Was ist denn das? Das bin ich. Das bist du? Das bin ich als kleiner Junge. Du warst die schönste Frau der Welt. Das habe ich noch nie gehört. Das hast du noch nie gehört? Der Malte hat angerufen. Wie heißt der? Malte. Malte. Dein Mann. Ist ja nicht mein Mann. Naja, mein Vater. Das waren Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm Vergissmeinnicht, in dem David Sieveking erzählt, wie er seine demenzkranke Mutter gepflegt hat. Herzlich willkommen. Und ich freue mich sehr, dass David Sieveking heute bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen auch Ihnen. Hallo. Das war ja zum Schmunzeln, was wir gerade gesehen haben, diese Szene, obwohl es im Grunde ja überhaupt nicht lustig war. Wie war das für Sie, dieser Moment, als Ihre Mutter Sie nicht erkannt hat als Sohn? Also das war sehr vielschichtig von den Gefühlen her. Aber es war nicht so schockierend und schlimm, wie ich das immer befürchtet hatte. Also ich hatte mir oft ausgemalt, oh Gott, wie wird das sein, wenn sie mich nicht mehr erkennt? Aber sie war eben sehr charmant in der Art und Weise. Weil wenn ich ihr gesagt habe, ich bin dein Sohn, dann sagte sie zum Beispiel, das wäre schön. Ach süß, ja. Also sie war eben nicht schroff oder unfreundlich und sie war auch selber nicht verärgert über das Unwissen, sondern sie hat sich eigentlich gefreuen können über die Dinge, die man ihr dann erklärt hat. Hat sie es denn auch irgendwann mal akzeptiert, dass sie gesagt hat, ach ja, du bist es? Naja, sie war sehr skeptisch. Also sie war sowieso ein Mensch, der alles hinterfragt hat. Und ich glaube, mit ihrem Gedächtnisverlust ist dieser Charakterzug ist nicht verloren gegangen. Sie sagte dann zum Beispiel, du bist doch viel zu groß, wenn ich sagte, ich bin dein Sohn. Ja? Wie soll ich dich zur Welt gebracht haben in der Größe? Du bist ja schon ein richtiger Mann sozusagen. Ja. Ja? Also sie hat sich aber... Auf einer Gefühlsebene hat sie sich gefreut, dass ich da war und sie hatte auch eine besondere Verbindung zu mir, die schon daher rührt, glaube ich, dass ich mit ihr, also dass ich ihr Sohn bin oder ihr sehr nah bin schon lange gewesen bin. Da war schon eine besondere Verbindung da. Aber ob sie, das hat sie nicht mehr, das konnte sich auch immer wieder verändern. Ja? Also sie konnte mich in einem Moment, schien es mir, dass sie mich ganz selbstverständlich als ihr Kind ansieht. Ja, du bist David und klar. Und im nächsten Moment kam ich aus der Toilette zurück und dann fragte sie, wer sind Sie denn? Und dann, also das schwankt ja unheimlich. Das macht man sich oft nicht klar bei einer Demenz, dass diese Zustände nicht linear hintereinander liegen. So, da hat sie mich erkannt, dann hat sie mich nicht mehr erkannt, sondern das liegt alles übereinander. Ja. Gab es denn einen Moment, wo Sie gemerkt haben, oder hat sich was verändert, ein Schlüsselerlebnis? Es gibt einige Schlüsselerlebnisse. Vor allem rückblickend ist es so, dass einige Dinge, wo ich mich gewundert habe über meine Mutter, dass ich die jetzt im Kontext der Demenzerkrankung sehe. Ja, was war das Prägnanteste, wo Sie gedacht haben, oder das stimmt was nicht mit ihr? Sie machte mir immer gerne mein Lieblingsessen, wenn ich nach Hause gekommen bin. Also das war ein Milchreisauflauf. Und ich kam einmal nach Hause und der schmeckte überhaupt nicht, war total wässrig und war überhaupt nicht gelungen. Und da fing sie an zu weinen und kippte das weg und sagte, sie muss noch üben. Und das war sehr traurig und da dachte ich, oh je, und da war was irgendwie zerbrochen und es war ganz schlimm, weil ich ihr auch nicht helfen konnte. Und irgendwie war das habe ich das Gefühl gehabt, das kommt nicht wieder, was wir hatten früher. In der BRD gibt es fast 1,5 Millionen Demenzkranke. Viele von Ihnen zu Hause kennen wohl einen Fall aus der Familie oder dem Bekanntenkreis. Es ist sehr schwer und belastend, eine demente Person zu Hause zu pflegen. Aber Sie haben sich dazu entschlossen. Warum wollten Sie Ihre Mutter selbst zu Hause pflegen? Naja, ich hab noch nicht so sehr an Pflege gedacht, sondern mehr an Betreuung, Dasein für sie, als ich die Entscheidung gefällt habe, mal für längere Zeit zu Hause wieder einzuziehen. Das war eigentlich ein Notprogramm, weil mein Vater, der hatte zwar Zeit, sich um sie zu kümmern nach seiner Pension, aber man hatte zunehmend das Gefühl, dass ihn das total überfordert. Und er hatte sich in eine Isolation begeben. Das geht ja vielen pflegenden Angehörigen so, dass sie sich total isolieren. Er hatte kaum noch Kontakt zu Freunden und Familie. Und es wirkte immer chaotischer und verwahrloster zu Hause. Hatten Sie sich einen Zeitrahmen gesetzt? Ich mache das so und so lange? Na, der erste Zeitrahmen war, ich will hinfahren, das lernen, was mein Vater macht. Und dann soll er mal 2 Wochen in Urlaub fahren. Und dann sehen wir weiter. Also das war sozusagen ein Zeitraum von
4 bis 6, es wurden dann 6 Wochen. Mhm. Ich habe gedacht, so, okay, einen Monat muss ich jetzt mal hin. Es ist nicht damit getan, immer nur mal ein Wochenende alle halbe Jahr aufzukreuzen. Das bringt nichts und ist nur mit Frust und Trauer verbunden. Ich muss mal längere Zeit da sein und wirklich helfen. Und Sie haben dann aber auch, weil Sie Filmemacher sind, gesagt, ich drehe darüber, über diese Zeit, einen Monat, einen Dokumentarfilm. Wie kam es zu dem Entschluss? Naja, man kann sich vorstellen, also wenn ich, ich bin Filmemacher und ich musste zu der Zeit auch arbeiten, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich musste ein nächstes Projekt wieder aufgleisen. Mhm. Es war nicht so, dass ich, man lebt ja nicht in Saus und Braus als Dokumentarfilmer, sondern man muss irgendwie gucken, ja, wie man Arbeit, in Arbeit bleibt. Ja? Und es da ist, war die Idee, das ja? kann ich vielleicht verbinden. Mhm. Und das würde mir die Chance geben, mal längere Zeit am Stück da zu sein, meiner Mutter zu helfen und meinen Vater zu entlasten. Jetzt konnten Sie Ihre Mutter ja aber nicht fragen. Wie konnten Sie das dann abklären, dass das für Sie in Ordnung ist, Sie so zu zeigen? Ne? Also es gab ein paar Voraussetzungen und ein paar Bedingungen. Also einmal war die oberste Bedingung für mich, dass meiner Mutter die Dreharbeiten gut tun sollten. Also es war klar, wenn ich den Film anfange zu machen und ich das Gefühl habe, das macht es schwieriger und das schadet meiner Mutter, dann hätte ich nicht weitergemacht. Und dafür wird sie noch mehr. Genau. Oder irgendwas. Das Gegenteil war dann der Fall. Das hat uns Mut gemacht. Also mein Vater sagte, das ist die beste Therapie für Gretel. Mhm. Ja? Denn die meisten Therapien liefen ins Leere, eigentlich alle bei meiner Mutter. Aber bei uns hatte sie dann wieder Lust, was zu machen, zusammen mit dem Filmteam, was ich nach Hause gebracht habe. Mhm. Eine andere Bedingung war, dass mein Vater einverstanden ist. Der hatte ja damals schon die Vollmacht für meine Mutter, weil sie war eben in der Zeit, wo wir gedreht haben, schon so verwirrt, dass sie eigentlich ein Filmprojekt sozusagen im ganzen Ausmaß nicht mehr verstehen konnte. Ja? Mhm. Vater war einverstanden, Geschwister auch, Geschwister haben Sie auch? Geschwister, haben Sie die auch gefragt? Die waren nicht bedingungslos einverstanden, aber die waren skeptisch. Aber die haben sich dann mit der Zeit, also ich habe denen den Film immer wieder gezeigt und zum Glück haben sie zum Schluss dem Projekt auch ihren Segen gegeben. Aber das war natürlich nicht immer ganz einfach und nicht konfliktfrei, diese Phase. Mhm. Also einige Vorarbeit geleistet, Erklärungsarbeit. David will seinen Vater entlasten. Der zu diesem Zeitpunkt, als die Dreharbeiten dann beginnen, seine demenzkranke Frau Gretel schon seit rund 4 Jahren betreut und pflegt. Gretels Zustand hat sich trotz Therapie und Medikamenten rapide verschlechtert. Schritt für Schritt zieht sie sich aus unserer Welt zurück. Hallo. Was ist denn das hier? Das hier unten? Welches? Das hier? Das ist ein Topf. Das ist ein Topf, genau. Das ist ein Topf, da kann man was kochen. Ja, richtig. Und das hier? Erkennen Sie hier das Tier? Wenn Sie die Augen wieder aufmachen, dann können Sie es sehen. Ja, und wo ist es denn jetzt? Ist immer noch da, der Topf. Ach, es ist noch da. Ist immer noch da, ja. Und das hier? Ich sollte ruhig sein. Ja, und jetzt dürfen Sie aber reden. Vorhin sollten Sie ruhig sein und jetzt dürfen Sie reden. Ihr Vater weint. Hm. Das hat mich, als ich das gesehen habe, sehr berührt. Hm. Sie wollten ihn ja entlasten, deswegen wollten Sie zurück in Ihr Elternhaus. Hm. Aber wie ist der gereift, der Gedanke, oder wann? Wann wussten Sie jetzt? Na, mein Vater rief mich mal an und sagte, ich komme mit der Frau nicht mehr klar. Echt so? Und er sagte, ich glaube, wenn das so weitergeht, ist sie in einem Jahr tot. Also er war auch sehr fatalistisch. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Das kann nicht so schnell passieren alles. Die Diagnose lag wirklich auch noch nicht so lange zurück. Ich glaube, ein Jahr. Da war Ihre Mutter wie alt? Da war sie 71. Mhm. Ja. Mhm. Oder 71 war sie. Mhm. Und und ich dachte, das kann's nicht sein. Also wir müssen mal gucken, weil ich habe eben nicht bei meinen Besuchen nicht den Eindruck gehabt, dass es mit meiner Mutter jetzt so schnell vorbeigehen müsste. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, mein Vater ist fast depressiv. Ja? Und rückblickend sagt mein Vater auch, er hat sich viel zu spät Hilfe geholt. Also er hat sich 1-2 Jahre zu spät um Hilfe bemüht und hat dummerweise die Vorstellung gehabt, er müsste das alles alleine hinkriegen zu Hause.
Das glaube ich, ganz typisch, auch für pflegende Angehörige. Ja. Nun haben Sie sich entschlossen, dahin zu gehen und bei der Pflege zu helfen. Warum Sie? Sie haben ja auch zwei Geschwister. Meine Schwestern sind beide berufstätig und haben Kinder und sind so, haben sozusagen einen Alltag, in den sie so stark eingebunden sind. Ich habe diesen verrückten Beruf Dokumentarfilme. Ich habe eben auch schon als Dokumentarfilmer autobiografisch gearbeitet. Also bei mir gab es die Chance, Beruf und diesen persönlichen Wunsch, meine Eltern zu unterstützen, das zusammenzubringen. Mhm. Und ich hatte damals noch keine Kinder. Ich glaube, das hat mir die Freiheit gegeben, sowas zu machen. Und dann sind Sie ja aber auch wirklich, trotzdem Sie keine Kinder hatten, aus Ihrem Junggesellenleben, aus Ihrer Wohnung in Berlin, zurück. Ich hatte eine Freundin auch damals. Sie hatten auch Familie und sind aus dem Allem raus in Ihr Elternhaus zurück. Wie war das? Das war schon skurril, seltsam. Vor allem, weil ich feststellen musste, dass meine Mutter, die ja da lebte, sich dort fremd fühlte. Also sie fühlte sich da gar nicht mehr zu Hause. In meinem Zuhause, was ich immer als mein Zuhause wahrgenommen hatte. Und ich habe ihr dann erklärt, dass es ihr Zuhause war, meiner Mutter, die ich zu Hause besuchte. Ja? Also das war schon so sehr erschütternd auch, das so zu erleben. Also wenn du nach Hause kommst, wo du eigentlich immer warm aufgenommen wurdest und du merkst, der da wohnt, der weiß gar nicht mehr, was das ist da. Wie war das, ihre Freundin und ihre Freunde zu verlassen? Ihr Umfeld? Naja, ich habe auch in meinem Film vorher bin ich viel gereist und war viel unterwegs. Ich hatte auch den Vorteil, dass der Kameramann ein sehr enger Freund von mir ist und auch mein Tonmann. Das heißt, ich war jetzt nicht alleine dort. Ja. Ich denke, viele Leute, die pflegen, sind wirklich alleine. Das ist nochmal andere Schwierigkeiten, mit denen man konfrontiert ist. Ich hatte das Glück, mit dem Filmprojekt auch immer mal wieder sehr gute Freunde bei mir zu haben, die mich auch unterstützt haben und die mir Rückendeckung gegeben haben. Aber es war natürlich auch eine Belastung, den Film einfach zu machen. Es war ja auch ein beruflicher Anspruch dahinter. Ja. Und die Logistik, Berlin, Bad Homburg, Post, ich meine, womit man sich da so beschäftigt, wenn man sagt, ich pflege jetzt meine Mutter? Muss da nicht viel organisiert werden? Ja, das haben wir einfach, ich habe quasi im Zuhause mir so eine Art Studio eingerichtet. Ja? Mhm. Wir haben da die Technik fest gelagert. Mhm. Ich habe auch wie so eine Art Schneideraum da mir gebastelt. Das ist ja nicht mehr so aufwendig heutzutage. Und die Technik hatten wir dann vor Ort. Ja? Also viele Dokumentarfilme heute, da lohnt sich es eigentlich nicht mehr, es lohnt sich nicht, die Sachen immer anzumieten, sondern man besorgt sich die Technik und die hat man dann für das Filmprojekt. Ja? Wie war überhaupt die Vorbereitung fürs Filmprojekt? Was gab es da für Hürden? Weil es sagt ja nicht jeder, klar, machen Kinofilm, hier ist das Geld. Nee, das war so, dass ich sehr mutige Produzenten hatte, also von Lichtblick Media, Lichtblick Film, mein Produzent Martin Heißler und Karl-Ludwig Rettinger, die haben gesagt, du darfst erstmal was machen, ohne dass wir finanziert sind. Wir glauben an dich, du kriegst sozusagen einen Vorschuss, also jetzt kein großes Honorar, aber wir können das finanzieren, dass du erstmal drehst. Weil diese Krankheit, eine Demenz, nimmt ja keine Rücksicht auf den Drehplan. Die macht ja nicht, hält ja nicht an, sondern ich habe gesagt, ich muss da jetzt hin, ich muss was machen und das wollen wir jetzt dokumentieren, das wollen wir schon mal festhalten. Mhm. Und da braucht man eben mutige Produzenten, die sagen, wir investieren jetzt immer da rein und glauben, dass dann später schon was draus wird. Und dann peu à peu haben wir dann die Finanzierung zusammengestellt, immer unter dem Vorbehalt, dass wir den Leuten, also auch den Fernsehsendern, die involviert waren und den Filmförderern nicht sagen konnten, worauf das hinauslaufen würde. Das war schon ein Vertrauen in Sie wussten es im Filmischen nicht, worauf es hinausläuft, aber wussten Sie denn für sich privat, was diese Krankheit Demenz für Ihre Mutter und für Sie, für Ihre Familie bedeutet? War Ihnen das klar damals? Nee, ich bin eigentlich ziemlich ins kalte Wasser gesprungen. Ich wusste nicht, was da alles auf uns zukommt. Also ich hatte auch nicht sehr viel Wissen, also spezifisch auf Demenz und Alzheimer. Ich dachte auch, man stirbt an einer Demenz, aber man stirbt ja an den Folgeerscheinungen. Und was das alles involviert, abgesehen von Gedächtnisverlust und Orientierungsverlust, das war mir alles nicht so klar. Ja. Ihre Mutter Gretel litt unter der häufigsten Form von Demenz, Alzheimer. Diese Krankheit macht, ja, man kann sagen, aus einem denkenden Erwachsenen Schritt für Schritt einen hilfsbedürftigen Menschen, der sein Gedächtnis verliert. Unser Film zeigt, was dabei im Gehirn passiert. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wo war doch gleich der Fuchs? Hier ist der Fuchs. Ein Kinderspiel. Dabei arbeiten die kleinen Gehirne gerade auf Hochtouren. Beim Memory wird ein Gebiet der Großhirnrinde besonders strapaziert, der Temporallappen. Hier sitzt unser Arbeitsspeicher. Der verarbeitet Einzelinformationen wie Gerüche, Klänge und Bilder zu einer Gesamtinformation, einer Erinnerung.
Dank ihm erinnert sich das Kind, wo war die andere Sonnenblume und die Birne. Doch beim Erinnern ist nicht nur ein Bereich aktiv, es kommt auf das Zusammenspiel von rund 100 Milliarden Nervenzellen an. Über winzige Verbindungskanäle, die Synapsen, können sie miteinander kommunizieren. Doch schon mit 25 Jahren setzt der Alterungsprozess des Gehirns ein. Wer beim Memory-Spielen gegen die Enkel verliert, muss sich daher keine Sorgen machen. Bei jedem sterben im Alter Zellen, das ist ganz normal. Bei Alzheimer beginnt das Zellsterben jedoch oft schon Jahrzehnte, bevor die Krankheit sich bemerkbar macht. Und zwar hier, in und um den Hippocampus, unserem Arbeitsspeicher. Zeigen sich dann im Alter die ersten Symptome, ist der Opa eben schusselig. An Alzheimer denkt da oft noch keiner. Doch wenn es Alzheimer ist, bleibt es nicht bei der Schusseligkeit. Das Nervenzellsterben geht weiter. Besonders früh ist der sogenannte Meynert-Basalkern betroffen, hier gelb gekennzeichnet. Das ist fatal, denn hier wird eigentlich Acetylcholin produziert, ein wichtiger Botenstoff für die Kommunikation zwischen den Zellen. Ohne ihn keine Kommunikation. Synapsen, die nicht mehr gebraucht werden, sterben ab. Auch die emotionalen Zentren im Hirn sind betroffen. Viele reagieren plötzlich aggressiv. Oder mit Depressionen. Selbst das gewohnte Umfeld scheint plötzlich fremd. Genauso wie andere Personen. Und später sogar das eigene Ich. Oft wird Alzheimer erst in diesem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Dann ist jedoch bereits fast die Hälfte der Synapsen verloren gegangen. Die Gehirnmasse ist sichtbar und irreversibel geschrumpft. An ihre Stelle treten mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume. Der Alzheimer-Kranke lebt immer mehr in seiner eigenen Welt, kann sich nicht mehr mitteilen. Der Schlaf-Wach-Rhythmus ist gestört. Sinneseindrücke können nicht mehr richtig verarbeitet werden. Es kommt zu Halluzinationen. Zu diesem Zeitpunkt liegt die Diagnose im Schnitt 7 Jahre zurück. Und jetzt hat sich die Zellzerstörung bereits über die gesamte Großhirnrinde ausgebreitet. Die Geschwindigkeit des Verlernens bei Alzheimer ist vergleichbar mit der des Erlernens eines Kindes. Die Phasen dauern gleich lang, nur die Richtung kehrt sich um. Ein Kleinkind kann noch nicht alleine zur Toilette gehen oder sich anziehen. Ein Alzheimer-Patient zum Schluss nicht mehr. Er hat es verlernt. Genauso wie er dann ganz zuletzt das verlernt, was er von Beginn an konnte. Schlucken, verdauen, atmen. War der Krankheitsverlauf bei Ihrer Mutter ähnlich wie bei dem Mann, den wir im Film gesehen haben? Vergleichbar, aber also er war also es gab nicht diese Aggressivität, von der die Sprache war. Es gab auch eine depressive Phase und es gab natürlich diese schleichende Entwicklung, die man auch eben rückblickend oft erst einordnet. Ja? Also Vergesslichkeiten, Dinge, die immer funktioniert haben und dann eben nicht mehr geklappt haben. Rezepte, die sie auswendig konnte oder bestimmte Ereignisse aus der Vergangenheit, die einfach nicht mehr so da waren, aber eigentlich ganz wichtig waren immer. Und dann hat sie auch ihren Geschmackssinn eingebüßt, relativ früh. Und bei ihr war es so, dass mit der Diagnose es auch als die Diagnose Alzheimer-Demenz dann kam, dann hieß es, jetzt ist es schon sehr weit fortgeschritten. Ja? Also uns, also mir erscheint ganz eindeutig, dass sie schon viel länger sich damit auch beschäftigt hat und auch was gemerkt hat, als wir das als Familie geahnt haben. Das ist was ein bisschen auf einem lastet, weil man sich fragt, ja, vielleicht hätten wir schon früher für sie da sein können irgendwie. Ja. Aber sie wussten es nicht, was hätten sie tun sollen. Mhm. War Ihnen denn bewusst, dass Ihre Mutter durch diese Krankheit quasi wieder zum Kind wird, um das Sie sich dann kümmern müssen? Also in puncto Hilfsbedürftigkeit würde ich das vergleichen mit dem Kindsein. Und auch, ich glaube, es gibt einige Arten der Kommunikation, die vergleichbar sind, ja, weil man ja nicht mehr so verbal kommunizieren kann, wenn jemand nicht mehr so intellektuell funktioniert. Mhm. Aber ich finde es auch ein bisschen zu einfach, wenn man das einfach gleichsetzt. Ja? Weil meine Mutter hatte schon die Würde,
einer reifen Frau auch. Mhm. Ja? Also die wollte zum Beispiel nicht gerne so betütelt werden, so babymäßig. Mhm. Das hätte sie auch nicht gerne gemocht. Und sie hatte ja schon Wortschatz. Auch in der späten Phase kamen ja auch Worte, die jetzt ein Kleinkind nicht benutzt hätte, kamen irgendwie empor. Ich glaube, man muss da schon das in Einklang bringen, ja, auch mit dem Selbstverständnis einer gealterten Person. Ja, ja. Würde ist in dem Zusammenhang ein guter Begriff, denke ich. Genau der richtige. Inwieweit haben Sie mit anderen Menschen über die Krankheit Ihrer Mutter gesprochen damals? Also ich habe natürlich mit meinem Vater am meisten gesprochen. Also er war meine Bezugsperson zu Hause. Er hatte ja auch viel mehr Erfahrung mit meiner Mutter gemacht, schon über Jahre. Mhm. Und mit ihm habe ich mich viel ausgetauscht. Das war gut für uns. Es hat uns beiden Kraft gegeben. Es war auch interessant, weil uns das sehr zusammengeschweißt hat. Wir hatten früher nicht so ein enges Verhältnis. Und über die Zeit bin ich meinem Vater viel näher gekommen. Schön. Das war dann schön. Ja, oft haben ja so Familienkrisen, auch Todesfälle oder schwere Krankheiten, sind traurig und herausfordernd. Aber sie haben eben auch gute Seiten, insofern als dass Leute in Austausch treten, die vorher nicht so sehr in Austausch getreten sind. Meine Mutter hat früher sozusagen uns alle vernetzt. Jetzt, wo sie weggefallen ist, müssen wir uns direkt untereinander vernetzen in der Familie. Ja, ja. Und es hat dann auch wieder neuen Zusammenhalt hervorgebracht. Ja. Ja, das ist auch das, was wir Ihnen zu Hause versprechen können, dass wir das Thema Demenz heute in einer Art und Weise zeigen, die durchaus auch mit Freude oder einem Erleben von was Neuem, Schönen zu tun hat. Das hat eben David Sieveking genauso erlebt. Den Alltag mit Demenz bewältigen, wie ist das möglich? Das haben wir Sie auf Facebook gefragt und Sie können uns gerne schreiben. Wir senden heute live. Vielleicht haben Sie auch ein demenzkrankes Familienmitglied. Das sind ja sehr persönliche Erfahrungen, die man da macht. Aber vielleicht gibt es etwas, das Sie da mit uns teilen wollen. Dann schreiben Sie uns eine E-Mail oder kontaktieren Sie uns auf Facebook. Wir freuen uns. Wie war denn dann der Alltag mit Ihrer kranken Mutter? Sie hatten ja gesagt, ja, so 4 Wochen hatte ich mir vorgenommen anfangs. Und der Film sollte ja auch entstehen. Da hat man ja auch noch nebenher ein anderes Programm im Kopf mitlaufen. Wie war der Alltag? Der Alltag war ständig von Improvisation geprägt. Ja? Es war immer sehr unvorhersehbar, wie meine Mutter reagieren würde. Also man kann nicht den üblichen Tagesrhythmus einfach, wie man ihn geplant hat, einhalten. Wir frühstücken jetzt. Ja, genau, weil meine Mutter einfach oft keine Lust hatte, ja, das zu machen, was man ihr sagte. Und sie hatte selber gar keine Unterscheidung mehr von Tag- und Nachtrhythmus oft. Sie hatte auch keine, das ist auch wichtig, das zu verstehen, also sie hatte gar keinen Hunger oder Gefühl, auch sie hatte kein Gefühl, wenn sie satt war zum Beispiel. Ja? Ja. Sie wollte eben oft nach dem Essen wieder essen. Also oder sie wollte etwas machen, was sie gerade schon gemacht hatte. Ja? Und es war alles verwirrt und rätselhaft. Wie war das für Sie in so einem Moment? Ja. Sie hatten gerade mit ihr gegessen und dann wollte sie essen. Wie hat sich das angefühlt? Also das war das war meistens doch eigentlich auch sehr lustig, weil wir saßen beim Essen und dann hatten wir aufgegessen und dann fragte sie, wann gibt's was zu essen? Und dann sagte ich, aber wir haben doch gerade gegessen. Dann sagte sie, oh, ohne mich? Und dann sagte ich, doch, hier ist dein Teller, du hast alles aufgegessen. Und dann fragte sie, und, hat's mir geschmeckt? Was haben Sie gesagt? Da mussten wir lachen, das ist einfach Situationskomik. Hat sie da mitgelacht? Ich glaube, ihre verschmitzte Art ist durchgeschlagen. Also die hat sie sich sehr lange noch beibehalten. Sie hat immer schon früher auch so Kommentare, so spitze Kommentare abgegeben. Mhm. Und das hat sie eigentlich noch weitergetrieben in ihrer Demenz. Und ich hatte oft das Gefühl, dass sie es auf jeden Fall schön findet, wenn irgendein Kommentar eine Reaktion auslöst. Ja. Weil sie war, also wenn vorhin im Film von emotionaler Störung die Rede war, man muss auch sehen, dass es eine emotionale Steigerung stattfinden kann. Ja, ja? Ja, also zum Beispiel, meine Mutter, fand ich oft, hat uns was voraus im Spüren von Gefühlen im Raum. Ja? Weil die hat zum Beispiel meinen Vater gefragt, oh, also wir haben über irgendwas geredet und sie sagte plötzlich völlig aus dem Zusammenhang, oh, wie geht's dir denn? Und dann sagte mein Vater, weil sie gemerkt hat, dass er traurig war? Oder? Genau, der hat das Gesicht angeguckt. Ja? Und wir gucken ja oft gar nicht das Gesicht des Gegenübers an, sondern
reden über unsere Pläne und was wir gestern gemacht haben, was wir morgen vorhaben und merken nicht, was eigentlich für Gefühle da sind. Und da hatte meine Mutter oft ein besseres Gespür als wir. Ja. Und sie hat offenbar ihren Humor nicht verloren. Genau, genau. Und das ist ja dann schon ein Geschenk, ne? Wenn man das noch so bewahrt. Nee, wir haben viel gelacht noch zusammen in der Zeit, wirklich. Ja. Gab also doch immer mal wieder was zu lachen. Und dazu haben wir einen schönen Ausschnitt aus ihrem Film Vergissmeinnicht mit einer ganz typischen Unterhaltung offenbar im Hause Sieveking. Leckere Butter. Oh, jetzt esse ich die ganze Butter alleine. So. Gretel, iss mal eins von den Früchten hier. Von diesen gelben hier. Iss mal so eins. Ich weiß nicht so recht, was das sein soll. Das ist lecker. Ich weiß nicht, was das sein soll. Eine Aprikose, aber da macht man keine Butter drauf. Macht man nicht. Die macht man aufs Brot hier. Ach so, die macht man gar nicht. Aber gut, dann brauchen wir später zurück. Hast du gut geschlafen? Ja. Der Malte hat angerufen. Der ist gut angekommen in der Schweiz. Wie heißt der? Malte. Malte. Dein Mann. Ist ja nicht mein Mann. Naja, mein Vater. Wie heißt er? Malte. Malte. Ja und, warum denn nicht? Ja, du fandest es auch. Mhm. Aber du bist meine Mutter und er ist mein Vater. Und ihr wohnt hier, weiß nicht, seit... War ich denn das schon mal? In dem Haus hier habt ihr fast 30 Jahre zusammen gewohnt jetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, über 20 Jahre. Oh, das habe ich nie gehört. Und mit ihm verheiratet bist du auch schon seit über 40 Jahre. Was? Ja. Dein Mann? Dein Mann. Malte. Mein Vater. Oh. Du bist meine Mutter. Ich dachte, du wärst der Vater. Nee. Nee? Ich bin David. Du bist die Mutter. Nee, ich bin der Sohn. Wie? Ich bin der Sohn. Aber jetzt komme ich überhaupt nicht mehr hin. Es ist lustig, aber eigentlich ist es auch zum Weinen. Weil da ja klar wird, dass sie ihre Mutter als Ansprechpartnerin, als Gegenüber verloren haben. Wie war das? Weil das haben sie ja, als sie dann im Haus waren, immer wieder erlebt. Ne? Ja, es war so sozusagen unfassbar für mich, das Maß der Verwirrung zu verstehen. Oder was es eigentlich bedeutet, kein Kurzzeitgedächtnis zu haben quasi. Und sozusagen selbstverständliche Zusammenhänge nicht mehr zu verstehen. Das muss man erstmal begreifen. Aber es war eben nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt keinen Gegenüber mehr. Ja? Sondern ich hatte das Gefühl, wenn ich natürlich auf die Situation reagiere, dann ist jetzt auch meine Mutter nicht verärgert oder sowas. Zum Beispiel in der Situation eben, sie ist ja nicht total bestürzt darüber, was ich da erzähle, sondern sie geht ganz offen damit um und sagt dann zur Kamera, zum Kameramann, der ja keine dummen Fragen stellt. Ja, da kann man ja zum oder zum Zuschauer fragt sie dann quasi, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ja? Und mir war es dann auch fast so, dass mir hat das sehr geholfen zu verstehen, was bei ihr los ist. Wenn man sich das mal vorstellt, wenn man das gar nicht kapiert, was da und wie kompliziert dann also eine einfache Familienstruktur schon ist, ja, wer diese Menschen sind. Und ich habe dann auch verstanden mit der Zeit, dass sie auch gar nicht mehr weiß, wie alt sie selber ist. Ich fragte sie, wie alt bist du denn? Und sie sagte, ja, so wie du. Also sie hat quasi das gespiegelt. Und dann hat man eben, musste sich anfangen, da ein bisschen einzuleben in ihre Welt. Und dann konnte man sehr wohl mit ihr zu tun haben. Also fast wie so ein spielerischer Umgang, auf den sie sich da eingelassen haben, auf sie eingelassen, auf ihre Ebene. Haben Sie trotzdem, wie oft haben Sie überlegt, aufzugeben? Weil aus diesen 4 Wochen wurden ja in der Summe, glaube ich, 1,5 Jahre alles in allem. Was waren die schwierigen Momente? Ich habe ein paar Mal gedacht, dass ich das Filmprojekt aufgebe. Also natürlich nicht die Hilfe für meine Mutter, das wollte ich natürlich gerne machen. Aber ich hatte während der Dreharbeiten am Anfang das Gefühl, dass das ja nichts nützt. Das, was wir da machen, ist eigentlich eine Anstrengung, die ins Leere läuft. Und es war für mich emotional einfach belastend genug schon. Allein die Tatsache, dass meine Mutter ihr Gedächtnis verliert und ihre Fähigkeiten verliert vor allem. Jetzt soll ich noch für sie da sein, das geht noch. Und jetzt muss ich aber auch noch einen interessanten Film machen, der dokumentiert
eine Chronologie des Verfalls eigentlich, eine Abwärtsspirale zeigt. Ja. Und das will ich ja gar nicht, will ich gar nicht nochmal sehen, will ich gar nicht machen. Mhm. Dann habe ich gedacht, das kriege ich nicht hin. Und das muss ich eigentlich hinschmeißen. Aber dann gab es immer wieder eine interessante Wendung, meistens von meiner Mutter ausgehend, dass sie dann doch wieder Initiative ergriffen hat. Das ist im Film also wirklich wie so ein Wunder eigentlich, dass sie vorschlägt, dass wir nach Stuttgart fahren, eine Reise machen. Mhm. Ja? Nämlich sozusagen zu ihrem Zuhause fahren, mhm. wo sie aufgewachsen ist. Mhm. Und das kam dann immer wieder was Überraschendes von meiner Mutter, was mir dann Mut gemacht hat, weiterzumachen. Und später ist es eben die neu aufkeimende, sich neu ergebende Liebesgeschichte meiner Eltern in der Gegenwart, ja? Mhm. die mir gezeigt hat, Mensch, das ist doch ein spannender Film. Das ist gar kein Krankheitsfilm, sondern das ist eigentlich mehr ein Liebesfilm, an dem ich hier arbeite. Mhm. Wäre es für Sie denn möglich gewesen, den Film sein zu lassen und wirklich nur zu pflegen? Nicht in dem Maß, weil wenn ich nicht an dem Film gearbeitet hätte, hätte ich natürlich auch... Dann wäre es ja unvermittelter gewesen. Ich hätte auch helfen können. Ach so, ja. Ich glaube, dass der Film da war, hat geholfen, also hat die Situation verbessert. Ja? Mhm. Weil wir hatten eigentlich immer sozusagen, das ist wie eine psychologische... Begleitung, das ist wie eine Supervision, eine Kamera. Ja? Weil eine Kamera, vor der Kamera wird man auch nichts Schlimmes tun, also jetzt mal böse gesagt, ja? Mhm. Also, sondern man gibt sich auch Mühe vor der Kamera. Mhm. Und ich kaschiere im Film auch nicht, dass die Kamera da ist, dass wir einen Film machen. Ja? Also wir verändern auch das, was wir zeigen im Film. Wäre es Ihnen sonst schwerer gefallen, so freundlich zu Ihrer Mutter zu sein? Oder diese immer wieder Wiederholungen oder Vergesslichkeiten anzunehmen? Das kann ich schwer beurteilen. Ich glaube, dass der... Das hat also, ja auch was Zermürbendes. Ja, ich glaube, der Film hat auf jeden Fall mir oft Mut gemacht, noch weiterzumachen. Mhm. Wenn ich vielleicht sonst gesagt hätte, ach, lass sie doch jetzt liegen, ist doch jetzt egal oder so. Dinge, die sich dann später ausgezahlt haben, dass wir sie probiert haben. Ja? Mhm. Also auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, bist du nicht manchmal zu weit gegangen? Also hast du sozusagen zu viel von ihr erwartet, um das im Film sozusagen auszustellen? Mhm. Das war immer so eine Balance, wo man sich fragen musste, wird sie jetzt mehr zu sehr unterfordert oder schon überfordert? Aber insgesamt zeigt der Film ja, dass wir noch unheimlich viel mit ihr machen konnten, was wir gar nicht mehr erwartet hatten. Und ich glaube, ohne das Filmprojekt wären wir eben nicht mehr so weit auf Reisen gegangen und hätten nicht mehr so viel mit ihr erleben können. Mhm. Vor allem hat der Film mir Zeit und Raum gegeben, für sie da zu sein. Ja? Also es war wie sozusagen eine Plattform, wo ich noch was unternehmen konnte mit ihr. Ja. Diese Reise, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, denn die war wirklich was Besonderes. Und die meisten Demenzpatienten leben in der Tat neu auf, wenn sie Kontakt zu ihrer Kindheit und Jugend bekommen. Ein Wiener Professor hat die Vergangenheit zum Motto einer Demenz-WG gemacht. Heile Welt. Für Demente ist das ihre Vergangenheit. Für uns eine Mischung zwischen Filmkulisse und Omas guter Stube. Mit allen Details. Und selbst Viechern, wie sie hier im breitesten Wienerisch sagen. Diese Demenz-WG im Wiener Altenheim am Mühlengrund ist vielfach ausgezeichnet. Aber ihr größtes Verdienst, 10 ziemlich fitte Damen jenseits der 80. Hier gibt es Seelenlifting statt Gesichtsstraffung und Bier statt Beruhigungsmitteln. Das ist gut. Ein Rebell hat dieses sogenannte psychobiografische Pflegemodell ersonnen, Professor Erwin Böhm. Also umso älter man wird, umso stärker müssen die Schlüsselreize sein, wie ich sie nenne, dass ich sage, ja, da spüle ich noch mit. Wenn Sie heute in einem Heim sind oder sonst irgendwo, dann taucht dieses Es ist nichts los Syndrom auf. Da ist nichts. Alle Tag dieselben Leute, alle Tag dasselbe blöde Basteln, alle Tag dieselben Krankenschwestern. Da muss ich tot sein. Das heißt, es geht darum, in einem Böhmheim müssen die Leute wieder aufleben, statt nur aufheben. Und das Aufleben passiert, indem ich dort irgendwas losmache. An Wirbel, an Lärm, das Hirn aufwecke. Das ist eine Spitze.
Das hier, den kaufen Sie noch. Den soll ich mir kaufen? Ja, für ihn oder wollen Sie den haben? Ja, das lieb. Okay, den nehmen wir dazu, gut? Auf die Lotterbank dann. Einkaufstrip beim Trödelhändler. Denn psychobiografisch heißt rausfinden, was einen Menschen in seiner Jugend und Kindheit bewegt hat. Spurensuche nach Fragmenten alter Lebenswelten. Das ist sehr schön. Ich denke, eine Altenpflegeausbildung heißt ja, Altenpflege muss im Unterrichtsfach historische, regionale und singuläre Geschichte lernen. Und das alle 10 Jahre eine andere. Weil heute sind andere Alte, wie wenn mein Sohn einmal in so etwas heimkommen wird. Der braucht dann schon die Spielegeneration und Basteltherapien und dieses Zeug. Und noch ärger wird's, wenn dann die Generation der Enkelkinder ins Heim kommt, wo ich irgendwelche Settings benötige von Tokyo Hotel. Das wird ja wohl ganz anders ausschauen. Ja. Gebacken wird in vielen Heimen, aber hier wie Anno Pief im Handbetrieb, gemächlich. Und dabei wird über das frühere Leben geplaudert. So entsteht nicht nur Teig, sondern auch ein immer genaueres Bild der Heimbewohnerinnen. Alle waren Hausfrauen, haben ihr Leben lang gebacken. Deshalb sollen sie jetzt auch weiterarbeiten. Denn Dauerbedienung ist für die meisten hier kein Segen, sondern eine Entmündigung. Wer rastet, rostet. Und deshalb müssen die Pfleger hier etwas ganz Schwieriges tun, geduldig daneben stehen und wenig eingreifen. Wir haben einen Elektroofen. Wie war denn das früher bei Ihnen zu Hause? Ja, einen Gasofen. Gasofen schon? Und die Mutter auch schon? Schon, ja. Die Kleopatra hat sich ein Sekt gebadet, das wissen Sie ja. Bei den Eselsmilch? Was? Fettete. Nehmen Sie das Glasle in die Hand und dann mal mit dem Glasle. Etwas losmachen, aufwecken, das heißt auch mal Narrenfreiheit gewähren und sie still zu ertragen. Ja. Prost. Ja, Prost. Danke. Und nicht alles auf einmal. Na. Nicht alles auf einmal. Glas Sekt mit einem Schuss Kaffee. Ja, finde ich gut. Ja. Solche Situationen hatten Sie bestimmt auch mit Ihrer Mutter. Mhm. Woher haben Sie die? Da wurde alles Mögliche vermischt. Ja. Man braucht ja Geduld. Woher haben Sie die genommen? Ich glaube, dass man oft, wenn man geduldiger ist, schneller zu einem Ziel kommt, ja, was ja auch abstrakt ist. Was ist das Ziel? Eigentlich sollte das Ziel ja sein, eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Ja? Wenn man das als Ziel definiert, dann ist eben Geduld vielleicht der beste Ratgeber. Ja? Aber oft war es schon eine schwere Geduldsprobe, wenn meine Mutter partout nicht ins Auto einsteigen wollte oder partout im Auto sitzen bleiben wollte. Man ist irgendwo im Parkverbot und man muss irgendwo rein oder raus, dann ist es schon wahnsinnig schwer. Also mein Vater ist auch manchmal echt verzweifelt einfach. Ja? Der hat sich mal einen Zeh gebrochen zu Hause, weil meine Mutter nicht aufstehen wollte und er vor Wut gegen die Wand getreten hat. Weil die Enkelkinder standen vor der Schule und sie mussten sie abholen. Und Gretel hat sich einfach geweigert, mitzukommen. Ja? Man konnte sie nicht eigentlich zwingen oder tragen. Ja? Also solche Situationen, das ist dann natürlich oft nicht einfach. So da als kann man doch auch verzweifeln. Ja. Oder wenn meine Mutter, wenn sie wollte partout nicht, sie wollte sich nicht die Zähne putzen oder nicht unter die Dusche. Das war immer ein Kampf. Sie hatte Angst vor Wasser, weil sie hatte immer Angst, dass sie das nie wieder trocken wird, glaube ich. Oder sie fand das irgendwie komisch, dieses Gefühl, nass, lieber nie nass werden. Und das ist natürlich ganz schlimm, weil man Körperpflege mit Wasser macht. Und das war ein ständiger Konflikt. Das fand ich sehr schwierig. Dann mit meiner Mutter auch irgendwie, da ist ja schwierig, eine Autoritätsposition einzunehmen. Besonders bei ihr, weil sie Autorität überhaupt abgelehnt hat. Ja? Und das ist ja dann auch beim Waschen gerade, das betrifft ja dann auch noch den Intimbereich. Das ist ja auch nicht so einfach. Haben Sie einen Trick oder einen Tipp? Wie haben Sie es gemacht? Naja, eben, das ist die Sache. Man muss anfangen, mit Tricks zu arbeiten. Und meistens nicht zu direkt etwas von jemand verlangen, sondern eine Stimmung aufbauen, wo es irgendwie wieder Spaß macht. Ja? Entweder es muss gemütlich sein, es muss sich gut anfühlen. Manchmal hat es gewirkt, wenn ich mich selber geduscht oder gebadet habe oder sowas, dass sie dann auch Lust bekommen hat. Ja? Oder zum Beispiel beim Autofahren war ein Trick,
dass sie wollte immer nicht alleine in irgendwo einsteigen, das hatte sie Angst vor. Aber wenn ich vor ihr auf dem Beifahrersitz eingestiegen bin und dann weitergerückt bin auf dem Fahrersitz, dann kam sie gerne hinterher. Also sie kam gerne hinterher. Dann konnte sie locken. Genau, ja, weil ich glaube im Nachhinein, sie wollte nicht gerne da in was rein, was sie nicht kannte alleine, aber kam eben gerne hinterher. Es war dann beim Aussteigen aber wieder schwierig. Ja. Aber schönes Beispiel. Und für solche Sachen braucht man natürlich Kraft und Energie. Deswegen muss man gerade als Pflegender sehr dafür sorgen, dass es einem selber gut geht, damit man solche Ideen noch kreieren kann. Dass man Fantasie hat, genau, das ist ganz wichtig. Mein Vater hatte, glaube ich, als er sich alleine um sie gekümmert hat, da war er so eingenommen von der anstrengenden Alltagsbewältigung, dass er gar keine Zeit mehr hatte, auch gute Erfahrungen zu machen. Da muss man sich erstmal freischaufeln, damit das wieder geht. Ja, ja. Diese Reise nach Stuttgart, haben Sie vorher schon angesprochen. Ihre Mutter wollte plötzlich an ihr Kindheitsort Stuttgart. Ja. Wie war das für Sie, als Sie dann mit ihr hingefahren sind? Was hat Gretel dort erlebt? Ich glaube nicht so sehr, dass der Ort wichtig war. Ja? Also, denn sie wollte nach Hause, nach Stuttgart, das hat sie plötzlich erinnert. Aber das sah natürlich alles anders aus und das war jetzt nicht so, dass sie irgendwie da bestimmte Plätze wiedererkannt hat. Aber ganz toll war die Begegnung mit ihrer älteren Schwester. Ja? Und das hat unheimlich viel ausgelöst, weil sie hat plötzlich geschwebelt. Ja? Also im breiten Sprech Stuttgart, ja. Genau. Sie kann das vielleicht. Ja, hat sie Schwäbisch geschwätzt? Schwäbisch geschwätzt. Und das hatte sie bei uns zu Hause ja gar nicht gemacht. Und dadurch, da kam sie plötzlich konnte sie viel besser sich ausdrücken und hat auch viel mehr geredet als sonst. Mhm. Und konnte sich plötzlich an Kindheitsbilder erinnern, die, wenn ich sie ihr zu Hause gezeigt hatte, in einem anderen Kontext, hat sie damit nichts anfangen können. Und plötzlich hat sie sich erkannt und wusste auch noch sozusagen Episoden wusste, in welchem Zusammenhang das Bild sogar aufgenommen wurde. Ja. Ja, sie hat gesagt, ja, da war mal traurig. Weil das war das letzte Bild, es war ein Erinnerungsfoto für den Vater, der eingezogen wurde und in den Krieg musste und dann nie zurückgekehrt ist. Mhm. Und das hat sie noch emotional, plötzlich hat sie das wieder erinnert, was da los war. Mhm. Und das war faszinierend. Sie hat auch mir zum ersten Mal von ihrem Vater erzählt, der ja gefallen ist im Krieg, den hatte sie mit 5 Jahren zum letzten Mal gesehen. Also schon erstaunlich, dass sie das erinnern konnte. Ja. Ist für Demenzkranke, wie wir auch gerade im Film gehört haben, oft eine große Chance, dann nochmal einfach in die Vergangenheit zurückzugehen, weil dann nochmal ganz andere Erinnerungen dazukommen. Und auf der Reise in Gretels Vergangenheit lernt David eine Frau kennen, von der er bis dahin wenig wusste. Seine Mutter Gretel, wie sie früher war. Das bin ich, Gretel. Das bin ich. Das bist du. Das bin ich als kleiner Junge. Das Mädchen ist Anna, deine Tochter. Gibt's noch mehr. Und der Junge hier bin ich. Und ich bin dein drittes Kind, Gretel. Ja, du bist ganz super. Ganz schön. Du hast Glück. Oh, wer ist denn dahinter? Das war Gretels Freund? Ja, das war die revolutionäre Aufbauorganisation, hat Gretel. Das war eine Zeit. Ja. Die ist lange her. Da war ich furchtbar eifersüchtig. Da warst du eifersüchtig auf den Mann? Ja. Gretel hat auch wirklich gedacht, das ginge mal, also so ganz, wo sie so ganz in Liebe verflossen ist, mit beiden gleichzeitig. Mhm. Erinnerst du dich noch an den? Ja, auch. Aber das heißt, was heißt Freund, Freund? Also sozusagen Partner, Liebespartner? Ja, ja. Ja, das war deine Freundin? Ja, mit der hatte ich eine Affäre. Und da war Gretel aber nicht eifersüchtig, oder wie? Hat sie nicht so gezeigt, ne. Hier, das ist sie. Das ist sie. Das ist eure Hochzeit, gell? Ja. Es war sozusagen die Bedingung, ich habe irgendwie gedacht, das geht nicht, ich kann nicht nur eine Frau in meinem Leben haben und ich muss dann noch mit anderen Frauen eine Beziehung haben. Dann hat die Gretel gesagt, ja, okay. Wobei das Verständnis war, wir gehen aber nicht auseinander, gell? Weil wir zusammen diese Kinder haben wollen. Du warst die schönste Frau der Welt. Was? Ja. Ja. Guck mal hier, Gretel. Guck mal hier, wie du da aussiehst. Hier, das ist bei eurer Hochzeit. Da habt ihr beiden geheiratet. Das ist allerdings toll. Also, das habe ich noch nie gehört.
ganz, ganz rührende Szenen. Wunderschöner Film, den Sie da gemacht haben, muss ich schon mal sagen. Sie haben ja auch den Preis für den besten Dokumentarfilm bekommen beim Hessischen Filmpreis. Mhm. Wie war das denn aber für Sie, dass solche, ja, solche Details aus dem Liebesleben Ihrer Eltern zu hören? War ja neu, ne? Dass die eine offene Ehe geführt haben. Also eine offene Ehe per Definition ist ja auch nicht geheim. Ja? Also insofern, damals, ja. Nee, aber auch während unserer Kindheit wusste ich, die führen eine offene Ehe. Ich habe nur gedacht, das heißt, das ist im Sinne von offen miteinander reden gemeint. Ja? Also ich dachte, offene Ehe heißt, man ist offen und ehrlich miteinander. Ach, wie süß. Und dachte, das müssen doch eigentlich alle so machen. Ja? Ist doch bescheuert, wenn man keine offene Ehe führt. Und erst später habe ich kapiert, dass das noch, dass das eigentlich was anderes noch bedeutet. Mhm. Und dann wollte ich das aber nicht so genau wissen. Ich dachte mir auch, sowas also, möchte man eigentlich von seinen Eltern und da wollte ich eigentlich gar nichts von wissen. Ja. Und erst jetzt durch die Dreharbeiten, als meine Eltern sich quasi wie neu ineinander verliebt haben oder auch als ich mit meinem Vater so ins Gespräch kam und wir alte Fotos angeguckt haben und so, da habe ich mich dann auch mehr interessiert für ihre Beziehung, ja, wie das gelaufen ist, wie die sich kennengelernt haben und ja, und wie das Zusammenleben war. Das war ja sehr, sehr spannend eigentlich. Kann man als Erwachsener ja einfach dann auch anders aushalten. Ja. Wie hat sich dadurch der Blick auf ihre Mutter verändert? Naja, sie ist mehr menschlich geworden. Also ich habe sie halt früher immer als Mutter idealisiert, als reine, also meine Mutter einfach, die alles für mich, die Beste einfach, ja, die für mich das alles gemacht hat. Ja. Aber ich wusste nicht, dass sie vorher auch gelebt hat sozusagen und da habe ich mir nicht klar gemacht. Ja? Mhm. Und ich wusste auch nicht, was sie für Probleme im Leben hatte und was sie für, wofür sie eingetreten ist früher, als ich noch nicht da war. Ja? Mhm. Und da ist sie jetzt für mich eine viel vielschichtigere Person geworden. Ich habe aber auch eigentlich noch mehr Respekt vor ihr gewonnen. Also einmal, wie sie sich politisch engagiert hat, was sie beruflich noch alles gemacht hat. Mhm. Und ich fand es eben auch irgendwie toll, wie sie ihr, ihr Privatleben, also unsere Familie sozusagen gemanagt hat. Ja? Hat ja. Und immer eigentlich sehr, also sozusagen sich selbst da ein bisschen zurückgestellt hat, was vielleicht auch im Endeffekt ein bisschen zu weit gegangen ist. Ja, ja. Also ganz schöne Erfahrungen, die Sie da mit Ihrer Mutter machen konnten, weil Sie ihr noch mal auf eine andere Weise begegnet sind. Wir haben aber auch schon gehört, dass es natürlich sehr schwere Momente gab und pflegende Angehörige gehen oft über ihre Grenzen, ohne es zu merken. Es ist aber ganz wichtig, auch für sich selbst zu sorgen. Und auf unserer Internetseite planetwissen.de können Sie nachlesen, wo man sich als pflegender Angehöriger Hilfe holen kann. Das kann man zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe oder auch beim Alzheimer-Telefon, der Hotline der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Gucken Sie rein, wir haben wie immer viele Informationen und weiterführende Links für Sie zusammengestellt. Den Alltag mit Demenz bewältigen, wie ist das möglich? Das haben wir Sie auf Facebook gefragt und wir haben zum Beispiel von Birgit Richards eine Antwort bekommen. Sie schreibt, auch meine Mutter hat Demenz. Oft genug bemerkt sie ihren Zustand und versucht ihn dann doch sehr geschickt zu verbergen mit Sätzen wie, du hast mich falsch verstanden oder das meinte ich aber anders. Sie ist so liebenswert, aber auch so anstrengend. Manchmal denke ich, man bräuchte eine ganze Menge Leute, die helfen. Können Sie das nachvollziehen? Ja, ja. Also meine Mutter war auch meisterhaft im Kaschieren ihrer Probleme. Das habe ich vor allem rückblickend mir erst klar gemacht. Und sie hat auch oft, also ich glaube, sie konnte sogar, mein Vater sagt, sie hat auch die Ärzte um ihren kleinen Finger gewickelt. In den Testsituationen beim Psychologen oder Neurologen hat sie immer sehr brillanten Smalltalk gemacht, ja, und konnte auch noch ganz gut rechnen und so weiter, so dass ihr ganz lange diese Diagnose nicht ausgestellt wurde, ja. Und das ist natürlich typisch. Ich würde auch nicht gerne... Man gibt das nicht zu. Ich wette das nicht gerne. Ja. Ja, vielen Dank, Frau Richards, für die Zuschrift. Ich denke, das stimmt schon. Man bräuchte eigentlich viele Leute, einfach immer wieder jemanden frischen, der Kraft hat, um eben auch solche Situationen zu meistern. Ne? Also ganz, ganz entscheidend ist, was man sich klar machen muss, dass man als Angehöriger, also als Tochter oder Sohn oder Ehemann, Ehefrau, dass man eben so oft enttäuscht ist und oft überzogene Erwartungen an den anderen hat, weil man immer noch weiß, was er alles konnte früher. Ja, ja, ja. Und jemand Fremdes, der kommt, der nicht weiß, wie super schlau jemand vorher war oder was für ein Rechengenie jemand war. Den schmerzt das nicht so. Der nimmt das dann an, wie es ist. Und das muss man lernen. Man muss das nehmen, wie es ist und dann das Beste draus machen. Die Reise nach Stuttgart war ein schönes Erlebnis für Ihre Mutter und hat sie noch mal aufleben lassen. Ja. Wie ging es danach weiter?
ich war da, ich habe dadurch Mut gefasst, also ich war ermutigt, die Reise noch fortzusetzen nach Stuttgart. Und meine Eltern haben lange in der Schweiz gelebt und das war immer so ein Sehnsuchtsort auch von meiner Mutter, die Alpen. Ja? Und da dachte ich, weil mein Vater dahin in den Urlaub gefahren ist, dachte ich, wir holen ihn da ab. Und dann bin ich weiter mit ihr gefahren, weil ich auch gemerkt habe, dass das stimuliert sie. Also andere Reize, wie der Mann, auch der in Österreich dieses Pflegeheim da leitet, sagte, was losmachen. Ja? Mhm. Und wir haben den Rat von Ärzten in Wind geschossen, die gesagt haben, behalten Sie den Alltag bei, machen Sie eins bloß nicht, verändern Sie nicht das gewohnte Umfeld. Das ist oft so ein Ratschlag, weil dann wird jemand ja noch mehr desorientiert und verunsicherter. Mhm. Aber meine Mutter fühlte sich zu Hause ja gar nicht mehr zu Hause. Der Alltag hat ihr nichts bedeutet. Es war ihr total fremd, jeden Morgen wieder neu. Ja? Und da habe ich gedacht, wieso sollen wir da nicht schön in die Berge fahren? Ja? Ja. Und das war auch ganz toll. Also es hat sie sehr begeistert, die Berge zu sehen. Und es war ein ganz schöner Trip. Zwei schöne Reisen also, die ihre Mutter noch mal Kraft gegeben haben. Aber irgendwann stand dann tatsächlich die Entscheidung da, sie muss ins Pflegeheim. Wie haben Sie das ausgesucht, nachdem Sie jetzt beide, Sie und Ihr Vater, sich zu Hause so sehr gekümmert hatten, war das ja ein schwerer Schritt. Wie haben Sie das gemacht? Also wir haben eine sogenannte Kurzzeitpflege in Anspruch genommen. Da bezahlt die Pflegekasse, unterstützt einen für eine bestimmte Anzahl von Wochen im Jahr, wenn man jemanden im Pflegeheim unterbringen möchte, aus Gründen, weil man verhindert ist oder was anderes machen muss. Und das wollten wir mal wahrnehmen, um das zu testen auch. Ja? Und da habe ich mir sämtliche Pflegeheime in der Nähe angeguckt. Ja? Und unsere Wahl fiel dann auf ein sehr teures privates Pflegeheim, ja, was einen besseren Pflegeschlüssel hatte als die anderen. Und was ein super, wo echt gute Arbeit geleistet wurde, was aber eigentlich zu teuer war. Mhm. Ja. Also für unsere Verhältnisse auf lange Sicht wäre das fast nicht zu bezahlen gewesen. Und so haben wir uns dann im Endeffekt ja auch entschieden, sie zu Hause zu behalten, mit einer verbesserten Situation, mit einer Pflegehilfe, die bei uns gewohnt hat, fest. Mhm. Das heißt, sie war dann im Endeffekt doch wieder zu Hause. Aber sie war kurzzeitig immer in der Pflege. Genau, wir haben wir haben sie im Pflegeheim gehabt für ich glaube, drei, vier Wochen. Mhm. Wir waren ab und zu in Tagespflegestätten. Das war auch sehr sinnvoll. Und sie hat sich da wohlgefühlt. Und wir haben da viele gute. Es ist auch gut, wenn man sowas mal macht, um auch Erfahrungen zu kriegen von den Pflegeprofis. Ja? Ja, die einem zeigen, wie man was machen kann. Und dann kann man das zu Hause vielleicht auch einführen. Mhm. Dann haben sie letztendlich wieder nach Hause geholt. Mhm. Aber ich denke mal, es war nicht nur wegen dem Geld, oder? Also wenn es zu Hause nicht gut geklappt hätte, dann hätten wir sicherlich gesagt, dann ist sie besser im Pflegeheim unterzubringen. Ja, wenn wir das Gefühl gehabt hätten, sie hat es zu Hause nicht so gut. Aber es war eben zu Hause, hat sich es auch gut entwickelt, eben durch eine Pflegehilfe, die eine gute Verbindung zu ihr hatte. Mhm. Und so hatte mein Vater genug Zeit, um selber seinen Kram zu machen und dann auch Spaß dran, sich mit Gretel zu beschäftigen. Mhm. Und für uns Angehörige war es natürlich schöner, meine Mutter zu Hause zu besuchen. Ja? Weil da haben wir uns ja nicht fremd gefühlt. Ja, es kommt ja auch noch hinzu, der Kontakt zu Freunden und Familie, der ist natürlich natürlicher und einfacher im gewohnten Umfeld, auch wenn das meiner Mutter vielleicht egal war. Ja? Mhm. Trotzdem ist es komisch, in so einem Pflegeheim zu kommen, wo man denkt, da passt ja meine Mutter gar nicht rein, eigentlich einfach vom Setting her. Ja. Irgendwann ging es Ihrer Mutter dann aber schlechter. Wir reden ja über einen Zeitraum von 1,5 Jahren, den Sie begleitet haben. Auch mit der Kamera. Wann war für Sie der Moment, wo Sie gedacht haben oder wo Sie entschieden haben, Sie hören auf zu drehen? Also ich dachte eigentlich, dass ich einen Film mit einem Happy End mache. Also weil ich habe gedacht, okay, klar, sie ist krank, wir haben uns verabschiedet von der Gretel von früher. Das ist alles traurig, aber meine Eltern haben wie nochmal so eine romantische Zeit miteinander. Ja? Also meine Mutter hat plötzlich Spaß am Händchen halten und am Kuscheln. Sie sagt, ich liebe euch, das hat sie früher nie so direkt gesagt. Und wir haben auch Freude mit ihr, das zu teilen. Mhm. Diese direkte Emotionalität, ja, das war ganz schön und herzlich, der Umgang dann, den sie uns da eigentlich gelehrt hat. Und dann dachte ich, das ist jetzt der Film, das ist meine Nachricht an die Welt, eine Botschaft der Liebe. Aber als ich dann dabei war, den Film fertig zu machen, hat sich in der Zwischenzeit ihr Gesundheitszustand rapide verschlechtert, sodass sie innerhalb von einem halben Jahr eigentlich fast im Sterben lag dann. Ja.
Über Ihren Film haben Sie selbst gesagt, das haben Sie gerade vorher auch noch mal gesagt, es ist eigentlich kein Krankheits-, sondern ein Liebesfilm geworden. Mhm. Und wir gucken uns noch mal ein paar starke Ausschnitte an. Das eben, was wir gesehen haben, war die Jungfrau. Oh, und wer war das zum Beispiel? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich sehe jetzt, dass ich Katja Unrecht getan habe. Sie hat nicht die Liebe gekriegt, die sie verdient hat. Die Mutter, die ich von früher kannte, gibt es nicht mehr. Gretel, wo gehst du denn hin? Keine Ahnung. Gestern hat Gretel zu mir gesagt, ich liebe dich. Ich bin dein Mann. Nee, ich hab mir eher so... Du hast einen neuen gesucht. Schöne Ausschnitte. Ihre Mutter, als Sie den Film geschnitten haben, hat sie nicht mehr gelebt. Wie war das? Hat das nochmal Ihren Blick auf den Film verändert oder wie haben Sie die Ausschnitte ausgewählt? Ich hatte den Film eigentlich schon fertig geschnitten, als sie noch am Leben war. Aber ich habe dann, ich war wirklich schon in der Endphase, also für sozusagen Tonmischung. Als es dann mit ihr zu Ende ging, dann habe ich das erstmal auf Eis gelegt, um da zu sein, mit ihr zusammen zu sein. Waren Sie auch bei ihr, als sie gestorben ist? Genau. Und dann haben wir ja noch was nachgedreht, einfach um dieses Kapitel nicht auszusparen, ja, weil es gehört eben dazu, zu so einer Geschichte, ja. Es war eben schön, aber es war eben auch, es war uns nicht mehr so viel Zeit miteinander vergönnt, ja, das ist halt so, ja. Und das habe ich noch dann noch an den Film rangeschnitten, aber ich habe den Film vorher eigentlich nicht mehr verändert. Gab es denn etwas, was Sie im Nachhinein nicht mehr zeigen wollten oder nicht zeigen wollten an Ihrer Mutter? Es gab Dinge, die wir aufgenommen haben und nicht gezeigt haben, aber das hatte jetzt nichts mit dem Tod meiner Mutter zu tun, sondern das, also gerade wenn sie noch am Leben ist, finde ich, also da hat man ja eigentlich noch auch stark das Bedürfnis, also ich wollte ihr die Würde lassen im Film. Ich wollte sie jetzt nicht vorführen und ich wollte einen Film machen, wo ich das Gefühl habe, den könnte sie auch mitgucken, ja, und vor allem ich wollte einen Film machen, den meine Familie auch guten Gewissens mit mir zusammen anschauen kann, ja. Was haben Sie zum Beispiel draußen gelassen? Na, es gab jetzt, also ich habe zum Beispiel jetzt nicht sozusagen entwürdigende Pflegeszenen, aber die haben gezeigt, die haben wir aber auch gar nicht gefilmt, ja. Also es war auch klar, dass der Kameramann hatte eine gewisse Haltung zum Projekt, der ist jetzt nicht mit aufs Klo gegangen, ja, oder ins Bad. Das ist einfach, wäre unnormal und verkrampft gewesen. Und wir haben dann versucht, elegante Lösungen zu finden, zum Beispiel um Inkontinenz zu zeigen. Sieht man meinen Vater, der den Boden aufwischt und erzählt, naja, eigentlich das ging immer gut und jetzt ging es nicht mehr gut. Man muss Sachen nicht immer so direkt zeigen, es ist oft eigentlich schöner und eleganter, wenn man das im Kopf entstehen lässt, auch beim Zuschauer. Ich glaube, das ist Ihnen gelungen. Der Film ist sehr anrührend und ich glaube, Sie haben sehr viele Menschen erreicht, die sich mit dem Thema beschäftigen, eben Angehörige haben, die demenzkrank sind. Das ist ein Riesenthema, wird, glaube ich, im nächsten Jahrzehnte noch viel größer werden. Was ist Ihre Botschaft? Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber was ist Ihre Botschaft mit diesem Film? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht zu sehr, nicht nur auf die Defizite guckt, bei einer Demenz, alles, was nicht mehr funktioniert, sondern sich frei macht und guckt, was vielleicht doch noch geht. Und indem man jetzt, also ich will es nicht schönreden, aber indem man sich auf die Aspekte konzentriert, die vielleicht schön sind und was Positives haben, dadurch gewinnt man viel mehr Kraft, um die anderen schwierigen Sachen zu meistern. Weil eben doch auch Potenzial drin steckt. Da steckt Potenzial drin. Da sind wunderbare Erfahrungen möglich. Ja? Also der menschlichen Nähe und der Emotionalität. Und es ist auch sehr philosophisch, bewusstseinserweiternd, finde ich, die Erfahrung mit einer Demenzerkrankung. Für Ihre Familie, was hat der Film da verändert? Naja, die Familie ist, muss sich ganz neu aufstellen. Jeder muss neue Rollen einnehmen. Also ich finde, das ist auch wie ein Stück Erwachsenwerden. Ja? Wenn ein Elternteil stirbt, merkt man, jetzt gibt es eben nicht mehr die Mama, die nach mir guckt. Und eine Zeit lang musste ich ja nach ihr gucken. Ja. Das ist Erwachsenwerden. Jetzt sind Sie selbst Papa. Es geht also immer weiter. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch bei uns bei Planet Wissen. Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Tschüss.